Mein Name ist Anna Markwald, ich vertrete heute den Roland Zink. Ich komme von der Technischen Hochschule in Deckendorf, bin dort seit 5 Jahren im Institut für angewandte Informatik und habe mit der Raffaella Pagani und mit dem Professor Dr. Roland Zink im Forschungsschwerpunkt angewandte Energieforschung und Elektromobilität das Thema OSM-basierte Standortmodellierung von Ladesäulen für Elektromobilität am Beispiel des Bayerischen Waldes untersucht. Ich werde jetzt als erstes am Verbundforschungsprojekt E-Wald, also Elektromobilität im Bayerischen Wald, die Methodik dann auch erklären. Ganz kurz an einem Beispiel, die exemplarische Anwendung von dem Modell nochmal erklären und auch die Probleme, die wir dabei hatten und einen Ausblick, wie wir weiter mit den Daten dann umgehen. Das Modell war ein Teil eben von der Elektromobilität im Bayerischen Wald. Das Ganze ist ein Verbundforschungsprojekt von der THD. Die Technische Hochschule Deckendorf hat dabei die Projektleitung gehabt. Das Projekt ist 2012 gestartet und 2016 erfolgreich abgeschlossen worden. Man sieht jetzt auf diesem Screenshot die Plattform, die für E-Wald aufgesetzt worden ist. Man sieht das Gebiet. 6 Landkreise sind dabei behandelt worden für die Standardanalysen. Dabei waren aus dem Bayerwald Calm, Regen und Freyung und dann aus dem Gäubodenbereich und aus dem niederbayerischen Hügelland die Landkreise Straubing-Bogen, Deckendorf und Passau. Man sieht auf dieser Plattform jetzt schon die Ladesäulen, die es gibt und wie sich die im Projektgebiet dann verteilen. Die Verteilung, also es gibt schon relativ viele Ladesäulen. Im Bereich Deckendorf sind es zum Beispiel 25 Ladesäulen, die schon installiert worden sind. Im Bereich von der Stadt Passau sind 6 Ladesäulen. Warum sind diese Ladesäulen so verteilt? Das liegt auch an den kommunalen Projektpartnern. Die haben das Ganze beeinflusst. Das heißt, jede teilnehmende Gemeinde hat dann natürlich auch Ladesäulen, die installiert werden und die werden eben ganz oft vorm Rathaus installiert. Das Ziel von dem Forschungsprojekt war jetzt, ein Modell zu entwickeln, das diese Ladesäuleninfrastruktur bedarfsorientiert dann platziert. Also das Entwicklungsprojekt hat im Großen und Ganzen als Ziel die Etablierung der Elektromobilität in den ländlichen Regionen und dabei eben den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Beteiligt worden sind dabei auch die Kommunen und Städte, damit diese Ladeinfrastrukturen der Gemeinden dann auch miteinander vernetzt werden. Außerhalb von der Standardmodellierung für die Ladesäulen hat es auch noch weitere Ziele in dem Projekt gegeben. Das waren zum Beispiel ein induktives Schnellladesystem, das ist Ende 2016 an der Hochschule in Betrieb genommen worden oder eingeweiht worden. Dann auch die Erhebung von der Infrastruktur und von der Ladetechnik, genauso wie eine Strategie für die Verwendung von erneuerbaren Energien und Einbindung in virtuelle Kraftwerke. Es ist auch ein Reichweitenmodell entwickelt worden für die E-Mobilität und eben auch die Plattform, die auf der vorherigen Folie eben dargestellt war, ist entwickelt worden, um diese E-Fahrzeuge dann auch zu vermieten und zur Verfügung zu stellen. So, dann zur Methodik von unserer Modellierung in diesen. Oh, ich habe eine Folie vergessen. Ja, unsere Aufgabenstellung war dann eben die bedarfsorientierte Standortplanung für diese Ladesäulen in diesen ländlichen Regionen und zwar für unterschiedliche Ausbauszenarien der Elektromobilität. In den Beispielfolien, die ich dabei habe, haben wir jetzt eine Durchdringungsrate von der Elektromobilität von 50% angenommen. Wir haben das aber in verschiedenen Szenarien ausgerechnet, also auch eine Durchdringungsrate von 10%. Oder von 90%. So, für die Modellierung haben wir verschiedene Parameter betrachtet, die wir dann vielleicht eben, die wir geprüft haben und dann in die Modellierung mit einfließen lassen haben. Das waren zum einen technische Parameter, also die Bereitstellung von erneuerbaren Energien, das Energienetz an sich, die Ladesäulen, dann die technischen Parameter der Ladesäule an sich, auch die E-Mobilitätsfahrzeuge und der Bereich, der uns dann am meisten interessiert hat in der Standardmodellierung, war auch die Nutzergruppe.
Wir haben das dann in drei große Kategorien unterteilt, also in die Infrastruktur, den Nutzer und den Zweck. Der Infrastruktur haben wir dann wieder unterschiedliche Parameter zugeordnet, eben das Ladenetz, die Straßen, Parksituationen und so weiter. Und beim Nutzer haben wir versucht, verschiedene Nutzergruppen einzuteilen, zum Beispiel nach den Altersgruppen oder auch, ob es Familien sind oder Hausbesitzer zum Beispiel. Dann natürlich der Zweck der Fahrt ist ganz interessant für die Elektromobilität. Fährt man zur Arbeit oder fährt man nach Hause, fährt man, ist die Bewegung dann zum Freizeitpunkt oder zum Einkaufen. Das Ganze konzentriert sich dann schon auf den richtigen Ort, also den Point of Interest. Und da spielen dann wieder zwei neue Parameter eine Rolle, nämlich wie lange bleibt der Nutzer dort, also die Verweildauer an dem Punkt, was ja dann auch gleichzusetzen ist mit der Ladedauer, und die Gehdistanz, also wie weit ist man bereit zu laufen von der Ladesäule bis zu dem Point of Interest, und unterscheidet sich eben die Gehdistanz je nach dem Zweck, den man verfolgt. Also ist man bereit, weiter zur Arbeit zu laufen als zur Freizeit zum Beispiel. Für die Berechnung für das Modell haben wir versucht nur oder haben wir nur freie Daten verwendet, wobei das dann auch manchmal schwierig ist, ob man für jeden Parameter die erforderliche Genauigkeit dann eben von den freien Daten erhält. Zur Datengrundlage: Bei den Geodaten haben wir den OpenStreetMap-Satz verwendet, und zwar das Shapefile von den Straßennetzen und von den Point of Interest. Bei den Straßennetzen haben wir die Fahrbahnstraßen verwendet, also nicht die Gehwege bisher. Wir haben für die Berechnung der Einzugsgebiete, also der Gehdistanzen, dann die Point of Interest mitverwendet und da einen Suchradius bis zu 1000 Meter verwendet. Der Point of Interest liegt ja nicht immer auf der Straße oder gleich neben der Straße, sondern touristische Einrichtungen können ja mit einer größeren Entfernung dann zur nächsten routingfähigen Straße liegen. Deswegen ist hier eben der Suchradius bis zu 1000 Meter. Einbahnstraßen haben wir nicht berücksichtigt, weil man von der Ladesäule bis zum Point of Interest ja zu Fuß geht, und da spielt die Einbahnstraße keine Rolle. Und zukünftig sollen dann auch noch die Gehwege mit eingebunden werden, also die Pfade zum Beispiel. Bei dem Point of Interest haben wir dann versucht, die Subklassen in Kategorien einzuteilen, die Kategorien auch wieder in Rückkopplung dann mit der Zeitverwendung, also das ist alles aufeinander abgestimmt. Und es haben sich dann bei dem Point of Interest eben vier Kategorien gebildet: Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit, wobei bei Wohnen die keine Daten zu den Privathaushalten dann vorliegen, also die sind ja nicht verortet. Die brauchen wir aber nicht, weil der Privathaushalt ja bei sich selbst lädt und das nicht öffentlich zugänglich ist. Und in der Freizeit haben wir zum Beispiel die Subklasse Touristinfo ausgenommen, das zeige ich aber dann später nochmal bei den Problemen in der Modellierung. Genau, das ist also der Geodatensatz. Dann haben wir auch noch Daten gebraucht, um die Nutzergruppen zu definieren. Dafür haben wir von der Regionalstatistik die Einwohner nach Altersgruppen klassifizieren können, dann auch die Pkw-Anteile nach Altersgruppen zuordnen können. Hier dann eben je nach der Durchdringungsrate von der E-Mobilität, die wir angenommen haben, den Anteil der E-Fahrzeuge verwendet. Vom Statistischen Bundesamt haben wir dann die Zeitverwendungserhebung genutzt. Das heißt, das ist die durchschnittliche Zeitverwendung von Personen pro Tag nach Zweck und das dann in Kategorien zugeordnet. Dann vom Deutschen Mobilitätspanel haben wir die Fahrstrecke pro Tag, die Fahrten pro Tag und die Weglängen pro Nutzung noch verwendet und dann die Gehdistanzen aus verschiedenen Quellen. Nach der ganzen Sichtung von den Daten sind wir dann auf diese vier Gruppen gekommen, also die Altersklassen von 18 bis 29, unter 18 ist ja der Führerschein nicht vorhanden, deswegen hat uns diese Altersgruppe dann von der Zeitverwendung erstmal nicht interessiert. Dann 30 bis 44, 45 bis 64 und die ab 65-Jährigen. Wir haben immer die Klassen so zusammengefasst, dass die Zeitverwendung eben sehr ähnlich war, und so dann die Gruppen gebildet.
Das deckt sich dann mit der Zeitverwendung auch mit den Kategorien der Point of Interest aus den OSM-Daten. Also man sieht, man verbringt den größten Teil eben am Wohnort, dann einen sehr großen Teil bis 64 im Bereich Erwerbstätigkeit und Bildung und der Rest ist dann eben zugeordnet worden zu den zwei Kategorien Einkaufen und Freizeit. Und eine ganz kleine Zeit ist die Unterwegszeit, die man wirklich dann im PKW oder zu Fuß verbringt. Diese Nutzergruppen und die Point of Interest, denen haben wir dann die Gehdistanzen zugeordnet. Es haben sich dann hier wieder 6 verschiedene Distanzen ergeben. Bei der Arbeit waren es 500 Meter für alle Bereiche. Dann, weil bei den über 65-Jährigen fällt der Bereich dann weg, der wäre eigentlich leer. Im Bereich Einkaufen sind die 100 Meter so eine Durchschnittsgröße von einem Parkplatz, die man bereit ist zu laufen. Und in den Bereichen Wohnen und Freizeit, da haben wir dann eben die Klasse ab 65 angeglichen. Da ist dann die Gehbereitschaft halbiert worden. Das ist dann das Modell, das wir gerechnet haben. Die Input-Daten sind jetzt eben die Point of Interest aus dem OSM-Datensatz, das Straßennetzwerk aus dem OSM-Datensatz. Es wird dann eine Auswahl getroffen nach den Point of Interest Wohnen, Arbeiten und Einkauf. Denen werden dann die Nutzergruppen zugeteilt mit der Zeitverwendung und der Häufigkeit. Also wie oft fährt man denn diesen Point of Interest an und wie lange bleibt man dort? Dann ist das Ganze noch kombiniert worden mit der Weglänge, also wie viele Kilometer fährt man denn zu einem Point of Interest? Das haben wir aus dem Mobilitätspanel verwendet. Die Kilometer haben wir in Kilowattstunden umgerechnet. Und dann kommt am Schluss, wenn man das dann durchlaufen lässt, eben ein Raster raus, in dem alle aufsummierten Ladebedarfe je Point of Interest gezeigt werden. Also man sieht dann einfach die Bereiche, die Hotspots mit dem größten Ladebedarf. Am Ende von diesem Modell sind dann ungefähr 100.000 Einzel-Shapefiles rausgekommen in der ersten Berechnung. Wir haben das mit einer Toolbox von Esri gerechnet. Das hat unglaublich lang gedauert für ein Beispielgebiet. Das war Deckendorf, das hat ungefähr 12 Stunden gedauert. Wir haben das dann auch mit einem Open-Source-Tool versucht. Das hat 5 Sekunden gedauert. Und wir werden jetzt versuchen, eben das ganze Modell schrittweise in die Open-Source-Tools zu überführen und das ganze fertige Modell dann dort einfach darzustellen, weil das einfach viel schneller geht. Am Schluss sind es ja wirklich 100.000 Einzel-Shapefiles und auch das Raster hat, glaube ich, 8 Gigabyte und das nur für 6 Landkreise. Also da kann man auf jeden Fall noch was optimieren an dem Ganzen. Das ist dann jetzt das erste Beispiel, also die Rasterdarstellung mit den aufsummierten Ladebedarfen. Die roten Punkte sind die Point of Interest, die wir ausgeschlossen haben. Das sind zum Beispiel Straßenschilder auch oder was ist noch dabei? Irgendwelche Infoschilder, also irgendwas, was nicht relevant ist, wo man eben nicht länger dort bleibt. Man sieht jetzt schon, also was eindeutig ist, im Ort, der sehr schwarze Bereich, ist natürlich klar, dass da erhöhter Ladebedarf ist, weil dort viele Point of Interest sind. Das sind wahrscheinlich Metzger, Bäcker, Arbeitgeber, andere öffentliche Einrichtungen. Dadurch entsteht natürlich hier auch hoher Ladebedarf. Aber die grün markierten Punkte, das sind eben jetzt hier im Beispiel ein Restaurant, ich glaube, ein Klettergarten und Museum. Man sieht, dass auch hier ein mittlerer Ladebedarf sich dann da rauskristallisiert mit dem aufsummierten Raster, das man anders vielleicht nicht bedacht hätte. Also für die Hotspot-Berechnung ist das schon ganz gut. Aber innerhalb von diesem schwarzen Bereich wäre es theoretisch jetzt überall möglich, die Ladesäule hinzustellen. Es liegt alles in einer annehmbaren Gehdistanz, aber das ist natürlich jetzt nicht ideal. Die Ladesäule, die könnte theoretisch noch immer 400 Meter weg sein von allen Point of Interests. Deswegen haben wir versucht, das Ergebnis zu optimieren.
Und zwar, indem wir noch minimale Gehdistanzen berechnet haben. Das heißt, wir haben für jeden Point of Interest in einer Staffelung von 25 Meter Einzugsgebiete berechnet und haben das dann auch wieder umgerechnet und aufsummiert und dann zusammen kombiniert. So sieht es dann aus. Diese beiden Punkte, W und E, sind jetzt in diesem Fallbeispiel zwei Point of Interest. Der W Point of Interest hat einen sehr hohen Ladebedarf mit einer höheren Gehdistanz. Der Point of Interest E hat eine weniger tolerierte Gehdistanz, also die ist geringer. Und mit dem aufsummierten Rastermodell aus dem ersten Schritt wäre es möglich, innerhalb von dem ganzen Kreis eine Ladesäule zu platzieren. Wenn man das Ganze aber kombiniert mit dem zweiten Modell von der minimalen Gehdistanz, dann fällt der Punkt vom Standort der Ladesäule direkt auf W und E, also direkt auf den roten Punkt. Kombiniert man das jetzt noch mit mehreren Standorten, die sich überschneiden, dann hat man hier jetzt das Maximum vom Ladebedarf in der Intersektfläche, also dort, wo die orangenen Punkte A und B sind, könnte man in diesem Bereich überall eine Ladesäule reinstellen. Wenn man es jetzt dann kombiniert mit dem zweiten Modell von der minimalen Gehdistanz, dann ist es eben nur noch der rote Punkt zwischen A und B. An dem wird dann die Ladesäule platziert. Genauso bei E, obwohl das dann noch immer fraglich ist, also das muss dann in die Detailprüfung gehen, wie sind jetzt genau die Straßenverläufe, was ist da noch zwischen den beiden Punkten. Und ist man dann als Nutzer wirklich bereit, wären jetzt die beiden Punkte E Baumärkte zum Beispiel, dann ist man vielleicht nicht bereit, die 200 Meter in die Mitte zu laufen. Wir haben das Ganze an dem Standort Plattling versucht durchzurechnen. Das ist jetzt das Ergebnis, Raster mit den aufsummierten Ladebedarfen. Da sieht man jetzt nochmal das, was vorher in den Kreisen dargestellt war. Die rote Fläche stellt die Fläche mit dem höchsten Ladebedarf dar. Und innerhalb von dieser ganzen roten Fläche wäre es eben möglich, Ladesäulen zu platzieren. Wenn man das jetzt aber sehr weit links in der roten Fläche platziert, ist natürlich die Gehdistanz bis zu den Point of Interest, die da jetzt in weiß dargestellt sind, sehr weit. Kombiniert man das jetzt mit der Minimierung der Gehdistanz, dann fällt der Standort nicht auf den Punkt 1, der da dargestellt ist, sondern auf den Punkt 2. Es zieht quasi den Ladestandort näher zu den hochgewichteten Point of Interests. Probleme, die wir bei der Berechnung hatten, das sieht man jetzt hier ganz gut, ist, dass in der Definition, also in der Klassifizierung von dem Point of Interest, werden sogar Wegweiser dem Code Touristinfo zugeordnet. Wenn man jetzt damit rechnet, dass ein Touristinformationszentrum nur darunter aufgeführt wird, dann ist das problematisch, weil alle Ladebedarfe, die am Touristinformationszentrum zugeordnet werden, dann aufgeteilt werden auf alle Points unter diesem Tag. Das heißt, es tauchen Ladebedarfe an Orten auf, wo nur Wegweiser sind, weil sie falsch klassifiziert worden sind. Und der Ladebedarf am echten Point of Interest, also bei der richtigen Touristinformation, der ist natürlich total minimiert und verzerrt. Hier sollte eigentlich der erhöhte Ladebedarf dargestellt werden, aber durch die Verzerrung, durch diese Bildung von der Subklasse, ist das leider nicht passiert. Also das Maximum vom Ladebedarf hat sich leider verschoben. Das ist allerdings ein Problem, das ist sehr eindeutig gewesen, das hat man schon ausschließen können, aber wir wissen halt jetzt nicht genau bei 20.000 Point of Interest, wo da vielleicht noch Fehlerquellen in der Verschlagwortung dann drinnen sind. Also als Fazit von dieser ganzen Modellberechnung kann man sagen, dass mit den freien Daten zwar eine schnelle Hotspot-Berechnung möglich ist, in der auch die Nutzergruppen und die Zeitverwendung mit beachtet werden können, die Klassenbildung nach dem Point of Interest aber auf jeden Fall verbessert werden muss und auf jeden Fall geprüft werden muss.
Und auch die bestehenden Parkplatzflächen und die Gehwege müssen noch integriert werden in diese Modellberechnung. Dann kann allerdings eine weitere Detailbetrachtung dieser schnell berechneten Hotspots erfolgen, indem man das Ganze noch mit Daten zum Netz für die Energieversorgung kombiniert, auch mit Speichermöglichkeiten vor Ort, auch mit den vorhandenen erneuerbaren Energieanlagen vor Ort, mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung von den Ladesäulen und eben vielleicht auch mit besseren Daten oder genaueren Daten von den Gemeinden zu den Bereichen Tourismus und Arbeitnehmerzahlen oder Gewerbegrößen. Ja, das war's dann schon. Haben Sie da noch Fragen dazu? Ja, sind Fragen. Da hinten. Konntet ihr Gründe dafür ausmachen, warum die Berechnung mit den Open-Source-Daten so viel schneller war als mit den proprietären? Nein, bis jetzt noch nicht. Das ist allerdings sehr frisch, die Erkenntnis. Ja, wir sind da jetzt eben dran, das ganze Modell rüberzuziehen. Wir wissen es wirklich, ich weiß es bis jetzt leider nicht. Warum? Es handelt sich ja wahrscheinlich weitgehend um Schnellladesäulen mit einem ziemlich leistungsfähigen Stromanschluss, den man nicht einfach überall hat. Das heißt, die Leitungskosten zum nächsten Verteilerkasten spielen da auch eine Rolle. Ja, in dem Forschungsvorhaben hat es auch ein Projektteam gegeben, die haben sich mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen von den Ladesäulen beschäftigt und haben dort unterschiedliche Systeme dann berechnet, also nicht nur Schnellladesysteme. Die haben sich auch mit vorhandenen Leitungslängen oder auch mit den Kosten von Neuleitungen dann beschäftigt und da, ich glaube, vier verschiedene Fälle durchgerechnet. Das muss man jetzt eben dann noch integrieren in das Ganze. Also man müsste jetzt dann diese Hotspot-Berechnungen eben mit den vorhandenen Leitungen kombinieren und dann mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus der anderen Arbeitsgruppe. Genau. Für die Modellierung des Bedarfs an Ladesäulen, den Bestand an vorhandenen Ladesäulen, der wurde dafür nicht zugrunde gelegt oder, sage ich mal, als Zusatzinformation verwendet, oder? Nein, den haben wir noch nicht mit. Weil das würde doch eine Änderung bringen, wenn ich weiß, ich habe an bestimmten Stellen dann schon Ladesäulen stehen. Bestimmt, ja. Okay. Ja. Ich wusste nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Eine letzte Frage. Noch mal eine Anschlussfrage wegen der Stromzufuhr. Wenn ihr sagt, da soll eine Ladesäule hin, konnten denn in den Fällen überhaupt E.ON oder RWE überhaupt Strom immer liefern oder gab es da teilweise auch Probleme, dass das gar nicht technisch möglich war? Also für Schnellladesäulen. Ladesäulen, die es jetzt schon gibt? Ja, genau. Das kann ich leider jetzt nicht beantworten, das weiß ich nicht. Gut, dann vielen Dank.